Schönen guten Morgen, meine Humanis. Jawohl, jawohl, Istanbul, zweiter Tag. Gestern haben wir uns mal ein bisschen ausgetobt. Ja, heute gibt es mal Hausmannskost, wir frühstücken zu Hause. Das Allergeilste ist. Wir frühstücken ja immer zu Hause. Das Allergeilste ist das Brot. Es ist so Hammer, Digga, das Brot. Ich kann das Brot so essen. Das isst du nur, wenn er warm ist. Wenn es kalt ist, schmeckt das nicht mehr. Das schmeckt, aber es ist nicht mehr knusprig. So. Genau. Ihr hört das? Das schmeckt wirklich super, ne? Auch wie so ein tolles Frühstück wieder zubereitet. Ja, was haben also wir heute? Alles eigentlich dabei. Genau, heute frühstücken wir schön, stärken wir uns. Dann habe ich hier bis zur Mördgeschichte ein paar Termine heute in der Stadt. Und dann gehen wir natürlich essen, naschen, ein paar diverse Sehenswürdigkeiten heute ein bisschen angucken in Istanbul. Also es ist schon ein bisschen... Hast du schon viel auf dem Plan? Ja, wir gucken mal, was kommen wir. Also seid gespannt auf jeden Fall. Wir waren ja schon letztes Jahr hier in Istanbul. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen gammeln, ein bisschen bummeln mit den Kindern. Ja, aber das schaffst du ja auch alles nicht, ne? Das ist so... Istanbul ist so vielfältig. Wir nehmen erstmal mit, was geht, weil die muss am Mittwoch auf jeden Fall im Messen sein. Da ist auch dieses... Opferfest und da muss man natürlich bei unseren Eltern sein. Das Brot, die Sachen sind so lecker. Es ist anders, ne? Ich habe vorhin, als das Brot kam, war es so lecker, habe ich direkt schon ne? dir also ein Stück abgebrochen. Also Freunde, dann sehen wir uns in der Stadt nachher. Oh je, Mene, was sehe ich da? Guten Morgen aus Istanbul. Guten Morgen. Mahlzeit. Ein Glücksbringer, ja, muss auch sein. Dann wischen wir gleich weg. Oder geht doch. Einmal vollgekackt, das bringt Glück. Ey, jetzt fällt mir gerade was ein, Schatz. Was denn? Du willst ja komplett lackieren. Bleibt das Dach schwarz oder rot? Schwarz. Und schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe Mehmet gesagt, Spiegel auch schwarz machen. Den Spoiler wollte ich schwarz machen. In die Kommentare schreiben, Spiegel rot oder schwarz. Und natürlich den Spoiler. Einmal wollten wir euch die Skyline zeigen. Ja, das ist ja noch gar nichts. Es gibt ja noch mehr Skylines hier. Aber sieht schon geil aus. Ne? Wir, kommen jetzt, wir fahren jetzt auf die Brücke rauf. Oder nicht? Yep. Genau, und Straßen sind okay heute. Wir sind ja feiernfähig, also der Verkehr ist schon so vorbei. Aber sieht richtig schön aus, ne, wenn man so reinfährt. Es ist ja auch schon halb zwei gleich. Und da sind die meisten schon auf der Arbeit. Genau, super. Wollten wir noch mal zeigen. Guck mal, die Neubauten sehen alle toll aus. So, wir fahren gleich über die Brücke wohl, ne? Müssen wir. Okay. Wir wollen ja auf die europäische Seite. Dann sehen wir uns gleich an der Brücke. Geil hier, ein schöner SL, oder Schatz? Jo. Ja, läuft hier aus Ankara. 06 ist Ankara? Ja, 06 ist Ankara. Geile Karre, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn hier so ein Auto hat, Mashallah, mashallah. Den geht's schon gut. Ja, schönes Ding. Ja, wäre das auch geil heute? 30 Grad. Yep. Ja, wir sind in der asiatischen Seite, fahren jetzt über die Brücke zu der europäischen Seite. Ich glaube, wir sind auch schon so, ein klein bisschen fahren wir noch, glaube ich. Ein kleines bisschen fahren wir. Kleines bisschen, ja, wir sind überladen mit vier Mann hinten, ist aber okay. Wir haben gestern kurz eine Kontrolle gehabt. Fenster runter, sehen. Haben die reingeguckt, vier Leute hinten, jo, weiterfahren. Ja. Läuft hier in Istanbul. Alle angeschnallt, reicht. Ja, ja, können ja nicht alle angeschnallt sein. Ja, war gut, auf jeden Fall. Gestern habt ihr die andere Seite gesehen. Oh, schön, ne? Oder? Ja. Aber das weißt du, wir haben doch mal eine Bootstour gemacht. Da waren so richtig heftige Häuser, ne? Ja, vielleicht können wir heute auch eine Bootstour machen. Das ist schon so lange her. Ja, warum nicht? Ja. Ja. Ja, zeig mal hier. Jetzt sieht man das richtig schön. Guck mal. Oh. Aus, ne? Ja, zum Beispiel da unten die Häuser, eine Yacht vor. Oh, Mehmets Traum. Walla, ja. Das ist Mehmets Traum. Richtig schön, ja. Und ich glaube, dieses hier, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber letzte Boottour haben die gesagt, nee, das hier, das Gebäude ist ein Hotel. Achso, ja, stimmt, da haben wir auch viele Videos gesehen. War genau. Geil. Auch die Preise sind geil. Und das war aber ein Gitsche, sehr gut. Seil, ne? Yürüyen değil mi sahil yolunu? Şeyde, normal. Ha şu kadar şu kalenin oradan gelmemiz lazım. Sahil yolu çok güzel, baksana. Burası Kartal falan galiba. Değil mi? Avrupa yakası. Burası Kartal değil, değil mi? Değil. Anadolu yakasında kaldı. Ich bin nach Eminönü. Ich bin im Stau. Jawohl, jawohl. Ach, für alle Leute, die gesagt haben, wie kann dein Auto... Also ich habe jetzt hier 11,4 Liter. Wir waren unter 11 Liter. Die ganze Strecke, klar. Ne? In der Stadt Stop and Go. Da verbraucht er ein bisschen mehr. Ne? Aber 11 Liter verbraucht, Digga. Drei Tankfüllungen. Es ist wieder Hölle los hier. Es ist Montag, aber es ist alles voll Istanbul. Aber trotzdem geil. Und es regnet ein bisschen, Freunde. Ein bisschen Regen haben wir noch. Ein bisschen Regen. Egal, lass uns da nicht abweichen, wir bleiben an der Geschichte. Alles schön aus.
jawohl, wir schleichen hier im Istanbuler Verkehr, Freunde. Ihr Tasting werden viele Türken erkennen, ne? Hier an diesen Toren wurden viele, viele Videos und Filme gedreht, auf jeden Fall. Sieht schon cool aus. Genau, gleich sind wir in Taksim, unten sehen wir schon, über die Brücke hinweg, da muss man einen Parkplatz finden, ist auch sehr schwer mit Parkplatz hier, ne? So, Schatz, wollen wir mal gucken. Rüber, ne? Keine Ahnung, ich habe jetzt Navi nicht angemacht zu Fuß, aber laut Dings müssen wir da rüber. Jo, Mehmet läuft einfach egal, lass dich überfahren. Das ist... Ja, keine Ahnung, voll der Chaos. Wollen wir hier runter, ne? Eigentlich müssen wir. Aber da ist auch schon einmal. Schatz, halt mal, ich guck selber auf den Nacken. Wir müssen jetzt mal gucken, Freunde, Alter. Woll der Chaos hier. Also in Istanbul Parkplatz finden, ihr wisst es, sehr schwer. Habe ich mir da einen Parkplatz rausgesucht, das kostet keine Ahnung, 50 Teller. Und dann haben wir uns gedacht, gehen wir mal lieber zu Fuß. Ja? Also falscher Weg, direkt schon gewusst. Weil Auto war hier lang. Genau, okay. So, wir gehen hier durch die Altstadt mal runter zu Eminönü. Und ja, ein Kilometer, 10 Minuten haben wir Fahrweg. Gehweg, sorry. Also ich weiß nicht, ob Mehmet hier mit der S-Klasse durchgekommen wäre. Na, durchgekommen wären wir, aber ja, wäre ein bisschen Chaos gewesen. Wir haben das Auto jetzt ungefähr 1 Kilometer weiter weggeparkt und gehen da jetzt zu Fuß hin. Tut ja auch gut. Also hier mit dem Auto ist schon eng, ne? Habe ich ihm gerade gesagt. Schon eng. Es wird schon knapp. Ja. Er hat ein SUV, das ist egal. Wir haben den Gasten hier. Da ist die Feuerwehr oder was ist das? Kein Plan, Freunde. Wir gehen erstmal. Ah, hier wurde wohl ein Haus verbrannt. Oh, ein schönes altes Haus, ja. Schatz. Ja, die wollen hier. Nee, den Same. Eine. Ja, ihr seht hier. Oh, das schöne alte Haus hier, Schatz. Unglaublich, dass hier so Klamottenläden in solchen Zwischenstraßen sind. Ja, auch die Feuerwehr hier, die hat Arbeit hier, ne? Um solche alten Häuser zu machen. Ist schon hart. Oh, woi, 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 grau. Das ist die Süleymaniye-Moschee. Lass mich da mal hingehen. Ja, und was haben wir gerade rausgefunden? Achso, Azad, unser Freund, den kennen Sie auch diversen Videos. Der ist hier auch spazieren in Istanbul. Also gleich mit unglaublich, der Azad. Immer nur am Urlaub machen, ja? Aha. Also wir sind jetzt genau, wie soll ich euch das sagen, das Wasser ist da. Normal haben wir immer da drüben gepackt. Wir sind jetzt genau gegenüber. Es sind auch ein paar Restaurants. Aber ich glaube nicht, dass die hier geben können. Wir gucken euch einfach so auf die Preise. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen konntet. Das ging sehr schnell. Freunde, Freunde, jetzt guck mal, wo wir sind hier. Eieieiei. Ja, wir gehen runter zu Eminönü, ne? Aber Chaos, Freunde, Chaos, hier geht gar nichts. Ich habe die Karre jetzt weggeparkt. Oder nicht, Tui? Ja, Schatz. Weißt du, was für eine geile Idee ich nachher habe? Was denn? Hey, Ubi ist da. Wo? Da! Wo? Farbe. Ah, so Müll, ey. Ja. Oha, also hier geht gar nichts mehr. Hier ist alles voll. Nein. Die Idee ist, weil wir gehen ja jetzt runter. Ja, und die Idee ist, ich bin am Arsch, die das wieder genau, hochgehen, Alter. Ich warte unten und du holst nachher das Auto. Oh nein. Du holst mich, ja? Hier, Jacksonville, hey. Okay, der hat geflucht, keine Ahnung warum. Aber das Auto steht ja wohl perfekt. Also, da ist die Straße. Auf jeden Fall steht es sehr gut. Und hier geht gar nichts mehr. Doch, wie Mehmet schon sagte, man muss abgewichst fahren. Sonst geht hier gar nichts. Aber mit S-Klasse, nö. Ich wäre mit S-Klasse hier nicht reingekommen. Nein. Nein. Also da hätte ich auch gesagt, nein, ich lasse das Auto stehen und laufe lieber 3 Kilometer. Ist schon aber Chaos hinter. Ja. Guck dir das mal an. Und wie viele Menschen hier unterwegs sind, ja? Ja, ja. Hi, Baby, du schläfst. Ja, sehr. Da hat sich aber einen gemütlichen Platz. Voilà, ja. Willst du mich anbauen? Also wer hier mit der Kupplung nicht umgehen kann, der ist am Arsch. Der ditcht jeden anderen. Also, Kupplung, Handbremse, ihr wisst es ja. Habt ihr in der Fahrschule gelernt, oder? Alter, Chaos hier, ne? Ja, ich sag schon, wer hier nicht mit der Kupplung umgehen kann, ist am Arsch. Wir sind hier wirklich so in den kleinen Gassen. Ne? Das ist nicht diese Hauptgassen, sag ich mal. Aber mir gefällt sowas zum Beispiel besser.
Ich mag sowas. Eine Geschenkstraße. Eine Geschenkstraße. Also Accessoire. Ja. Souvenir. Genau. Okay, Souvenir. Mehmets Übersetzung ist Geschenkestraße. So, was wollt ihr haben? Nimm doch bitte noch. Schuhe, alles was ihr wollt. Ja, auf jeden Fall. Ich kenne jetzt auch nicht die Preise, weil, keine Ahnung, ich glaube, da ist Sun, glaube ich, eher drin, ne? Also alles, was du möchtest. Menschen, gefälschte Sachen, Essen. Was wollt ihr haben? Alles wieder, oder? Das Levenpörek. Du wolltest immer Levenpörek essen. Heftig, ne? Mal her. Ja, Freunde, ihr seht das, Alter. Hier ist Chaos untereinander. Aber irgendwie steckt der Chaos einen richtig an, muss ich sagen, ne? Ja, ich keine Ahnung. Du hast so viel zu sehen, so viele Sachen zu gucken. Es ist alles lebenvoll. Es ist richtig Leben hier. Ich weiß es nicht. Ihr müsst herkommen. Auf jeden Fall. So ein paar Tage in Istanbul müsst ihr machen auf jeden Fall. Das ist schon wirklich Hammer. Geile Mützen hier, Digi, 50 Täler, Alter. Zieh das mal rein. 1 Euro, ne, 2 Euro knapp. Hier Brillen. 2,50 Euro. Kein Plan, deswegen. Merhaba. ja, er wollte mal Parfüm voll machen, Alter, bloß nicht. Keine Ahnung. Oh, jetzt kommen wir in den Kofferlicharche. Ich weiß nicht, muss das Charche sein, ja? Oh, mal gucken, was da gibt's hier, Freunde. Ich guck mal. Hey, ich glaube wieder vor die Kamera. Ist einfach der schlechteste Kameramann auf Erden. So nimmt er einfach nicht auf. Digga, ich laber seit 10 Minuten irgendeine Geschichte hier von dem Bazar, aber dann sagst du, ey, du hast gar nicht angemacht. Komm, Tui, such dir was Schönes hier aus, wenn wir schon hier sind. Aber wir müssen Geld wechseln, Schatz. Oh, passt mal an, Allah. Hey. Ja, ich weiß nicht, ob ich im Goldland oder lieber in Döge wechsle. Ich weiß es nicht, ne? Hier, Freunde. Da könnt ihr mal gucken. Ich hab das alle gehört, ne? Ich dachte, ich kann mir was aussuchen. Hier, aber hier, ne? Hier. Hier aussuchen. Freunde, da kann sie sich alles aussuchen, was sie will. Hier nicht. Ich meine zumindest. Hier doch in keinem Fall. Komm, wir fragen mal, wo. Nee, wir können doch irgendwo wechseln, ist doch egal. Ich sag's, ich hab's da irgendwo unter 10 Stunden. Wir haben kein Geld gesagt. Wir hätten ein paar Bosse machen lassen, aber cool, dass wir dann Bosse mehr. Oh, hier Fendi, Dior. Eieieiei. Was, von wem? Hier, Musser. Ne, Balkbazar Kapısı. Also, wir fahren hier jetzt eben. Walla. Boah, da ist hier Gold drin, ne? So, Freunde, wir gehen jetzt wieder raus. Wir sind gleich hier in Öne. Wollen wir mal schauen. Ach, jetzt nehme ich euch mal ein bisschen zu Fuß hier mit, ne, Freunde, dass ihr mal ein bisschen was hier selber zu Fuß seht. Ich muss erstmal Kohle wechseln. Man kann es hier an den Geldwechselbüros machen oder an Gold, den kann man auch immer tauschen. Alter Schwede, Chaos, was ist hier los? Wo bin ich hier, Mann? Hallo, wo seid ihr? Hallo? Hallo, ich komme nicht weiter. Wo bin ich denn? Wo ist der Dings hier? Ich hab doch ein bisschen Geld, ja. Hey. Keine Ahnung, Freunde, Chaos pur. Aber nicht der Dösbüro zu war, ja. Komm, wir gucken mal, da gibt es bestimmt auch was. Wir müssen unbedingt Geld wechseln, liebe Freunde. Deswegen gucke ich mal, ja, riecht das gut. Aber ich will kein Muster essen. Wenn ich das jetzt esse, werde ich satt. Und guck dir den Trubel hier an, Bruder. Ja. Wallah, billah, es ist richtig Action hier. Und hier ist alles. Alles, was ihr wollt, könnt ihr haben. Richtig Leben, ja. Ich muss doch jetzt mal Geld wechseln irgendwo. Ich muss schauen, ich fliege euch mal weg. Geld wechseln, Goldland, ja. Ja. Also der sitzt da einfach so in einer kleinen Kabine. Auch nicht schlecht. Ne, braucht man ja auch nicht viel. Ne? Man braucht einfach nur Geld. Jetzt interessiert mich, wie hier der Kurs ist, ob der hier offiziellen Kurs nimmt.
Kassen, Goldläden haben immer die besten Dings gegeben, ne? Die besten Kurse gegeben. Mal gucken. Das hier nicht, ne? Ihr seht das ja, ne? Er sitzt da einfach drin. Also er passt da genau gerade rein. Wenn er da einmal pupsen muss, würde man mit dir sagen, ist er, dann würde, hat er sich selber ohne Gummi gegeben. Ich tausche mal 200 Euro. Dass wir ein bisschen Zeit haben, oder? 24 doch was wer hat. Ist aber okay. 7. Ja, ist okay. Bei wir müssen auch was bedienen. Ja, 28 ist der offizielle 28.11, also ist es okay. Ja, ja. Ist okay. Na guck, also, diese dein Shop ist geil. Ja, ich habe schon eben. Dein Shop ist gut. Meinst du, du passt da auch noch gerade rein? Ja, ja. Aber so. Jetzt nicht zum Arbeiten. Ja, Bewegung gleich 0. Also, guck mal, was man für 200 bekommt. Nein, das kriegen wir nicht alle. Deswegen, ich war, aber er hat auch kleine Scheine da. Er kann ruhig die großen Scheine geben, ist egal. 200 haben wir gewechselt. Wir müssen hier 200 geht ja nicht. 27 hat er gesagt. Immer noch nicht. Also wir wollen auf die andere Seite. Du kannst auch durch hier den Tunnel gehen. Hier sind auch noch mal Geschäfte. Also wer was braucht, Shopping hier in der Türkei. Egal wo du bist, du kannst dir was kaufen. Schuhe kaufen. Ja. Genau. Original. Alles original. Das darf man bestimmt gar nicht so laut sagen. Ne, die sagen aber immer fast wie original. Da ist doch eine Klimaanlage, da. Das ist auch besser so. Stell dir vor, du arbeitest hier und hast keine Klimaanlage. Weißt du was, mein Traum wäre, wenn die meine Marke Pelzchen dir verkaufen. MTK. Erstmal muss man dafür eine Marke haben, Punkt 1. Deswegen meine ich ja, wenn meine Marke gefällt, bist, dann bin ich ja berühmt. Dann weißt du, du hast es erreicht, oder was? Genau. Ja. Jetzt sind wir hier bei der Brücke, die bekannte Brücke. Da sind so Schiffe, die verkaufen Fisch im Brot. Genau, jetzt gehen wir dahin, da wo wir immer sind, holen wir uns einen Platz. Aber ich sag euch eins, letztes Jahr habe ich da dieses Lokma gegessen. Lecker, ne? Das war so lecker, das hat sogar Jan gesagt, weil das nicht so süß war. Hatte ich echt schnell. Gekochter Mais, gegrillter Mais. Wir sind auch immer so Männer. Links ist ein bisschen mehr frei, ja. Okay, es stehen immer Männer, die bieten dich dann immer, die rufen dich immer rein. Versucht das mal mit aufzunehmen. Ich wollte doch da aufnehmen und du rufst mich da einfach weg. Ich gehe da jetzt allein und versuche zu filmen. Also hier gehen hunderte Millionen Fische am Tag weg. Alle weg, ja, ne? Was gibt's denn sonst noch? Ja, also. Mehmet ist geil, er fragt mich alle Brot. Aber ich sag, was gibt's sonst? Er sagt nichts. Hey, nicht hier, das ist ein Gelebe. Am Tisch kommen die und verkaufen. Das ist wie original Fischmarkt hier. Wirklich einfach Fischmarkt.
Genau, Cola. Ich trinke deine Schüssel. Was willst du tun? Nee, ich trinke mit dir zusammen, sonst muss ich ja so viel auf Klo. Hast du jetzt bezahlt mit Getränke? 180. 180, also mit Getränke, Fischbrötchen, 6 mal ja. Fischbrötchen, 6 Getränke, dann hat was denn den? Weiter, 180. 280 Zelle, Getränke also und. Zwei, ja, ja, also. 280, also 10 Euro. 560 für die Fische bezahlt, 6 Stück. Und dann haben wir nochmal 280 Getränke und hier. Also Kutsche. Sie 800 Zelle. Ach, das ist deins, ne? Ja, 800 Zelle hast du. Ja. 30 Tacken. Voller Gagmack ist okay. Ja, aber Fisch, Getränke. Ja, aber schon. Naja, na ja, Schatz, wir sind hier bei Eminönü und du denkst ja auch, wir sind in der hintersten Straße. Es ist die bekannteste Fischstraße in Istanbul. Was denkst du denn, was die Leute hier verdienen wollen? Also, die Kirche im Dorf lassen, Freunde, es ist nicht teuer. Aber in den oberen Straßen gibt es auch Baller Gagmack für 30 Teller. In so einer Gasse. Aber wenn du hier essen willst, musst du das zahlen. Ja. Okay, dann gebe ich dir recht. Was? Atmosphäre ist geil, oder nicht? Ja, wie auf Geschmack. Ja. Immer lecker. Atmosphäre ist geil, weißt du, was ich meine? Vielleicht schmeckt das, wenn das hier normal wäre, nicht so gut. Aber es gibt kann sein. Dieses Fischgeruch, die Menschen, diese Masse, das gibt es auch mal. Aber es schmeckt auch gut, muss man jetzt sagen. Dafür gibt es immer eingelegte Turşu, heißt es bei uns. Kannst du auch so trinken. Hm. Ja, Mehmet trinkt das immer, aber ich trinke das nicht. Das lecker. Passt sehr gut zum Fisch. Und auf dem Tisch immer Salz, immer Zitrone. Immer schön nachwürzen. Ich habe mein Brot geteilt, die Hälfte, weil wenn ich das mit esse, dann bin ich heute satt, dann kann ich nicht mehr viel testen. Genau so sieht's aus. Ich will auch ein bisschen mehr testen, oder? Genau. Deswegen ein bisschen Aperitif, weiter geht's im Programm, dann kommt noch was zu essen. Aber Dusche, das Wasser von Turşu. Also ich habe ein Drittel von meinem Brot genommen, weil ich auch viel probieren will. Liebe Freunde, Dusche wurde am Kopf getroffen. Der Kellner, aber wir haben nicht keine Entschädigung bekommen. Hopp, 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 hopp. Aber es ist richtig voll hier, ne? Alter Schwede. Malay, war gut? Yeah. War lecker. Walla, gut, gut. Ja, Malay sagt, war auch ganz gut. Nein, war okay. Also wir haben die Taktik benutzt hier. Die Hälfte nicht aufgegessen, weil ich will noch andere Sachen probieren. Deswegen, ne? Mein Tipp an euch, esst alles auf. Also ist mir egal, ich will jetzt nochmal probieren. Naja, was heißt denn probieren? Ich habe es letztes Mal schon gegessen. Das hat so gut geschmeckt, so gut geschmeckt. Das hole ich mir jetzt auf jeden Fall. Ja, ja. Ich will auf jeden Fall. Und sag ihm ruhig weniger Sirup, nicht so süß. Ja, aber 2 reichen für uns alle. Da ist der Teig. Kleine Donuts. Also der ist geübt, der Junge. Dann wird das dem halt in den Zuckersirup noch eingetaucht, aber ja, gleich. Ich habe das nicht zu tragen. Ja, Schatz, da sind noch ein paar andere. Ich habe die Kamera, ich habe eine Entschuldigung. Aber davon kann, also ich kann davon nicht viel essen. Letztes Mal fand ich das lecker, habe mit Jan einen ganzen Fass aufgegessen. Aber ich will ja gleich noch einen gekochten Mais haben. Was hast du gesagt? Walla Bila, danke. Walla Bila, nein, ja. Danke. Sie will nichts Süßes essen. Ja. Aber ich muss es essen. Ich mag nicht. Also ich habe jetzt abgebissen. Richtig lecker. Nicht zu süß, ne, Schatz? Geil. Mhm. 30 Teller habe ich bezahlt. 13 Teller? 30. Super. 30. Also 1 Euro noch was für beide oder für einen? Nein. Ist okay, weil in Berlin, 6. In Berlin hat Jans Freundin mal 4 Kugeln gekauft und hat 6 Euro kassiert. Und sie sagt, hat sich aber gelohnt, hat sehr gut geschmeckt. Schmeckt gut. Also, Lena, wenn wir mal hier sind,
Hier kriegst du das für 1 Euro noch was. Ja, liebe Freunde, zu Fuß gegangen, den Bazar habe ich gesehen, gemacht, getan. Ja, Kaletta Kule kommt bestimmt in den nächsten Videos. Die Moschee zeigen wir uns auch mal. Wir können nicht alles auf einmal in ein Video reinpacken. Nein, schaffen wir gar nicht. Ich verabschiede mich jetzt hier von diesem Video auf jeden Fall. Was haben wir heute gesehen? Balkenkmeck hier und da. Geile Aussicht hier auf jeden Fall. Wenig Angler, merkwürdigerweise. Normalerweise waren die Angler da. Vielleicht ist es zu warm, Schatz. Liebe Freunde, weiter geht's im Vlog, weiter geht's im Vlog. Das Video endet hier, aber wir machen natürlich weiter. Wollen mit der Fähre nach Beşiktaş, eine der berühmtesten Straßen in Istanbul. Bisschen Snacks, bisschen hier, bisschen da. Tag wird nicht aufhören. Egal, ihr werdet das im nächsten Video... Dranbleiben, küsst eure Augen, Duman ist on Tour in Istanbul. Bye, bye. Tschüss.